Herzlich willkommen zu Space Engineers. Eine neue Aufnahmesession. Und ich dachte, wenn man schon direkt vom Zahnarzt kommt, dann ist es doch die beste Möglichkeit, die Betäubung hinter sich zu bringen. Ja, man zockt, oder? Ich hoffe, ich höre mich normal an, um Himmels Willen. Warum sehen wir uns im Hauptmenü wieder? Ganz einfach, weil ich mir jetzt Folgendes gedacht habe. Wir machen eine neue Welt. Und zwar dieses Mal definitiv zwei Plattformen. Konkurrenz, Mehrspielerwelt mit zwei Teams. Das ist eine Möglichkeit und ich habe mir gedacht, auf jeden Fall zwei Plattformen. Und wir nennen das Ganze mal, was machen wir denn hier? For you with You wird dieser Server sozusagen heißen. Wir sagen natürlich, er ist öffentlich. Umgebungsfeindseligkeiten machen wir erstmal sicher, sodass erstmal keine. Moment mal ganz kurz. Jetzt wird's hier interessant. 16 große, 80 kleine, nur 64 Bit. Da müsst ihr halt eben aufpassen. Das sehe ich jetzt gerade erst. Also hier ist scheinbar nur die 64-Bit-Variante. Oder 64-Bit-Betriebssystem. Ich weiß es nicht genau. So, auf jeden Fall Infinite, Extreme. Ich würde sagen Infinite. Ich weiß nicht, ob das beides maximal in einer neu generierten Welt. Anzahl an Asteroiden in einer neu generierten Welt. Ich denke, das können wir machen. So. Infinite High Density. Ich überlege mir gerade echt noch, ob das hier tatsächlich ein Unterschied ist zwischen Extreme und Infinite. Infinite heißt ja eigentlich unendlich, wenn ich mich da gerade recht erinnere. So, erweitert. Spielmodus Überleben, ja, auf jeden Fall. Machen wir hier mal Zug. Nee, Quatsch. Laser Wars, würde ich sagen. Oder mal, ich glaube, das muss man zusammenschreiben. Bin mir nicht sicher. Inventargröße realistisch. Inventarkapazität ist 10-mal größer. Das heißt, wir könnten statt 400, könnten wir 4000 Liter mitschleppen. Ist es realistisch für den Anfang? Nee, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich meine, es darf ruhig realistisch sein. So, meine Dings. So, maximal Anzahl kleiner Objekte, welche im Weltall fliegen, Erze, Barren, Bauteile. Ich würde sagen, wir lassen das vielleicht mal. Wir können natürlich hoch bis 1024. Das müsste mein Rechner eigentlich packen, aber ich weiß nicht, wie das bei anderen Rechnern ist. Deswegen würde ich sagen, dann gehen wir das. Nee, wir machen mal 300. 300 fliegen durch den Weltraum. Ah, Mist, ich komme nicht auf 300. Egal, dann lassen wir es halt eben so. Begrenzte Weltgröße, unlimited. Small, 100 Kilometer. And unlimited worlds have performance hit smaller everywhere. Unlimited worlds have big performance hit for objects further than from center. 100 Kilometer, das ist halt schon heftig, ne? 100 Kilometer ist ziemlich wenig. Ich weiß, was 10.000 Meter sind, also 10 Kilometer. Ich würde sagen, wir lassen das bei Unlimited. Spieler können abspeichern. Kann man meinetwegen machen. Automatische Schrottentfernung. Nee, das lassen wir definitiv nicht. Aktiviere Beobachtermodus. Besitz statt zurück zu einem permanenter Tod. Nein. Destructible. Enable, disable blocks destruction. Ja, natürlich. Frachtschiffe sollen zufällig generierte Frachtschiffe aktiviert werden. Das kann man machen. Schubdüsen an Schaden. Die Flamme erzeugen Schaden Blöcken, Spielern und kleinen Objekten. Ist realistisch. Würde ich sagen, lassen wir das nämlich so. Starterschiff entfernen. Nee, das Starterschiff lassen wir nicht entfernen, wobei wir starten ja gar nicht mit einem Schiff. Automatische Schrottentfernung? Nein. So würde ich sagen. Komm, wir lassen das. Spieler können abspeichern. Ach komm, doch, ja. Wir lassen es einfach. So, an Mods habe ich, glaube ich, aktuell noch nichts geladen. Richtig. Das kommen dann,
Das kommt dann nach dem Umzug sozusagen. So, maximale Spieler 16. Das heißt, das ist eigentlich perfekt. So, okay. Und los geht's. Warum mache ich das? Also, warum gebe ich die Karte, die ich vorhin gemacht habe, warum gebe ich die auf? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war keine Multiplayer-Karte. Es gab zwar diese zufallsgenerierten... was waren es da? Handelsschiffe und Bergbauschiffe. Ich glaube, da waren auch Militärschiffe darunter. Aber es gab keine effektive zweite Fraktion, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist halt scheiße. So. Die Welt wird generiert. Oha. Und hier geht's schon etwas weiter. Hier sieht's auch schon etwas anders aus. Was haben wir denn hier drin? Das ist... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Oh, Moment mal ganz kurz. Ich glaube, das hier kicken wir mal alles. Und nehmen mal Waffen und Werkzeuge. Charakterwaffen und Werkzeuge. So, dann machen wir das wieder so, wie wir es vorher hatten. 1, 2, 3. Und was zum Geier ist das? Eine Schleifmaschine. Okay. Das ist ja... böse, geil. Das hatte ich natürlich vorher noch nicht. Und was ist das da drüben? Was ist das hier? Ein Cargo-Container. Okay. Der hat wahrscheinlich wesentlich mehr Platz. Großer Frachtcontainer. 125.000 Liter. Scheiß, die wandern. So, hier nehmen wir gleich mal zwei mit. Denn wir haben hier oben ein Geschütz. Und ich muss gleich mal prüfen, wie viel Energie wir hier zur Verfügung haben. Hat der hier ein direktes Inventar oder gehört das hier mit dazu? Cargo. Okay, ich glaube, das... aber wollen wir, das können wir auch gleich prüfen. Wenn wir hergehen und sagen... So, Assembler, Schleifmaschine, Schleifmaschine, Raffinery, Gatling-Geschütz. Okay, brauche ich nicht. Hat schon mehr wie genug Munition drin. Ah, und da drüben wird irgendwas angefangen. Ein kleiner Block, so wie es aussieht. Dann tun wir, glaube ich, das dann mal wieder da rein. Und jetzt brauchen wir natürlich noch jede Menge... Ja, wo ist eigentlich meine Energie? Wo ist mein Reaktor? Ach nee, wir haben hier Solarzellen, ne? Das sind Solarzellen. Geil. Kann ich da irgendwie... Wie viel Energie erzeugen die? Das weiß ich gar nicht. Das sieht man hier jetzt auch so gesehen nicht, ne? Ich hoffe mal, die erzeugen genug Energie. Ich weiß nicht, wie viel Energie die erzeugen. So, da drüben... kommt... Ah, das ist ja mal richtig geil. So sieht das also aus. Ich weiß zwar nicht jetzt, wo die Da drüben ist irgendwas. Sollen wir da mal... Ne, da fliegen wir jetzt nicht hin. Da drüben ist auf jeden Fall irgendwas. Keine Frage. Das könnte... Wo war denn das jetzt? Das war... Ah ne, das ist glaube ich ein Asteroid. Ne, das da drüben. Das könnten... Das kann die gegnerische Fraktion sein. Okay. Passt doch. Perfekt. So, Moment mal. Wir machen hier mal aus. Produktion... Beziehungsweise, genau so, Reaktoren, 15,44 Megawatt, Masse ist wohl nicht messbar, weiß ich gar nicht, muss ich mal noch gucken. Ich glaube, ja, hier unten geht's lang und dann nach oben, oder was? Ah, so läuft es, da unten ist es vernetzt. Ah ja, okay, alles klar. Da unten ist es vernetzt. Mit den Verbindern. Und dann geht das da rüber. Ach, da unten. Da unten ist ein Reaktor. Hey, Moment, Moment, Moment. Da unten ist... nicht broadcasten. Da unten ist ein Reaktor. Augenblick mal. Aha, okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal ganz schnell anfangen, hier zu buddeln. Wo fangen wir an? Hier würde ich erstmal sagen, wir brauchen erstmal die wichtigsten Rohstoffe und der wichtigste Rohstoff überhaupt ist Eisen.